Ich bin Laura Stegemann, 23 Jahre alt und komme aus Steinfurt-Borkhorst. Ich studiere in Osnabrück an der Hochschule eine Mischung aus Landwirtschaft und BWL. Und zu Hause haben wir auch einen landwirtschaftlichen Betrieb mit Mastschweinen, Legehennen und einem Hofladen. Und natürlich zur Weihnachtszeit unseren Weihnachtsbaumverkauf. Den Kunden bieten wir entweder an, den Baum direkt bei uns auf dem Hof zu kaufen oder aber auch den Baum mit ihrer Familie oder ihren Liebsten in der Schonung auszusuchen und vielleicht auch gemeinsam mit den Kindern abzusägen. Wir haben Nordmantan hauptsächlich. Die Nordmantan ist ja auch der Klassiker unter den Weihnachtsbäumen, den die meisten Deutschen zur Weihnachtszeit aufstellen. Aber natürlich haben wir auch Fichten wie zum Beispiel Rot- oder Blaufichte. Jeder Kunde, der zu uns kommt, hat eine andere Vorstellung vom Weihnachtsbaum. Manche möchten eher einen buschigeren Baum, manche möchten eher einen schmaleren Baum. Familien können vielleicht auch mal einen größeren Baum stellen, weil sie auch mehr Platz haben. Da muss man dann immer individuell auf den Kunden eingehen und den Kunden auch beraten. Und das passiert dann natürlich in Absprache mit mir oder unseren anderen Mitarbeitern. Was viele Leute gar nicht wissen, ist, dass in einem Hektar Weihnachtsbaumkultur pro Jahr roundabout 80 Stunden Arbeitszeit hinterstecken. Das ist echt viel und daran sieht man, Weihnachtsbäume brauchen wirklich viel Pflege und Liebe. Ich bin Agrarscout geworden, um den Leuten einfach zu vermitteln, wie wir heute Landwirtschaft betreiben und was wir genau machen. Zum Beispiel auch bei unseren Weihnachtsbäumen. Den Kindern oder Jugendlichen zu zeigen, dass aus so einem kleinen Setzling nachher ein so großer Baum werden kann und wie viel Arbeit und Liebe da eigentlich drin steckt in diesem Produkt Weihnachtsbaum.